Link, Lana, and Tetra heeded the ancient king's advice and headed for a place of great darkness. Tetra resolved to fight alongside Link and Lana until this world had returned to normal. For she knew she could not sit idly by if someone lurking in her own world was the reason behind these strange happenings. Upon nearing their destination, the trio could feel the power of the darkness grow stronger. As the darkness enveloped her, Lana began to strongly sense Sia's presence in the land. Hallo und willkommen zurück zu Hyrule Warriors Definitive Edition, dem schrägen Tempel der Seelen, haben wir wieder am Start. Und ja, ich stelle mich hier gerade wieder super an, wie ich merke. Irgendwie kann das nur ein gutes Zeichen sein. Jedenfalls eskortieren wir erstmal ein paar Boten, um in das schöne Schloss auch wieder reinzukommen. Diese Mumienköpfe sind echt nicht lustig, Platz zu machen. Die zumindest werde ich noch wegräumen, bevor ich dann zu Lana wechsle, wo dann Story stattfindet, schätze ich mal. So. Wow. Zumindest geht hier was ab. Gut, wäre ja auch zu einfach, wenn man das ganze Problem so lösen könnte, ne? Außerdem sind hier noch ein paar Festungen übrig, die muss man ja auch noch irgendwann mal einnehmen. Und dazu müssen sie mal aufgehen. Können sie mal bitte aufgehen? Bitte? Na. Okay, ich war doch da gerade. Hat das nicht gezählt?
Das war unspektakulär. Oh ja, gute Idee. Inmitten der ganzen feindlichen Festung ein Hauptquartier aufmachen. Ich weiß nicht, was dabei schieflaufen könnte. Das vielleicht. Okay. Können sich die aufgestellten Truppen ja mal nützlich machen. Und währenddessen spielen wir Eroberer. Und wir dürfen den König höchstpersönlich spielen. Schicken wir den noch mal irgendwo hin. Und wenn das hier durch ist, oh, dann muss Lana unbedingt mal zurück. Sonst könnte das ein bisschen gefährlich werden. So, der König von Hyrule. König Daphnos von Johansson, wie wir ihn aus Wind Waker kennen. Er bringt seine Bootkräfte mit. Das ist das Beste, was ihm je passieren konnte. Er ist nicht so wirklich der pralle Kämpfer unter Normalbedingungen, aber wenn ich jetzt einfach mal die X-Taste drücke, dann lädt er seine Spezialleiste auf und wird schnell. Richtig, richtig schnell. Wenn man das aufrecht hält, dann kann man also dem Gegner richtig Druck machen. Das einzig Nervige daran ist halt, dass man diesen Status auch aufrecht halten muss, wenn man wirklich effektiv spielen möchte. Ansonsten auch, er planscht viel mit Wasser rum, wie man hier sieht. Ich habe natürlich sein ganzes Kombo-Potenzial gerade noch nicht verfügbar. Aber da kommen einige lustige Sachen zustande. Wo ist sie? Ah, da ist sie. So. Dann soll Daphnos mal seinen kleinen Schatz hier einsammeln. Währenddessen räumt Link diese Magiekammer hier auf. Zack. Mit Tetra weitermachen. Das dürfte eigentlich was für Tetra sein, wenn ich mich nicht täusche. So. Dann schauen wir sie nochmal hier rüber, dass er da auch wirklich hingeht. Gut, damit werden die wichtigsten Punkte beinahe schon abgearbeitet. Diesen Nachtschwärmer hier plätten und dann die eine Magiekammer erobern und dann ist die Karte schon wieder schön blau.
Mit dem Erobern geht natürlich deutlich einfacher, wenn auch Gegner spawnen würden, die man platt machen könnte, aber nein. So, da der Spinner eingesackt, alle Leute rausgeschmissen. Was kann schon schief gehen? Da unten ist ja noch irgendwas, was nicht benutzt wird. Ich weiß nicht. Na gut, weiter babysitten. Warum auch nicht? Sag mal, will das denn nie aufhören? Ich glaube, wir haben ein Leck.
Jetzt aber. Bitte. Oh, Truhe für Tetra. Die schnappe ich mir dann doch gleich. Hey, Überraschung da unten. So, dann wollen wir doch mal. Klar könnte ich mich um die Verstärkung auch kümmern, aber wo ist da der Spaß? Oder Sinn? Sein natürlich stellt sich jetzt heraus, dass sie gar nicht großartig zu treffen ist, wenn man halt nicht ihr Gefolge wegräumt. Aber es sieht nicht danach aus. Dann müssen wir halt jetzt noch mal ein bisschen draufkloppen. Ende.